Also hier Lachs ist komplett verkocht. Der ist hinüber. Der ist tot. Und wenn wir dir nicht helfen sollen, dann sind wir damit auch wieder raus. Wenn jeder jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann knallt's. Da kannst du jetzt mich auch noch böse anschauen und noch 10-mal denken, was will der junge Pisser? So ist es einfach. Zu der Region selber, da musst du eigentlich was sagen. Ne? Das ist ja deine Heimat hier. Wir sind jetzt hier in Südbaden, Kaiserstuhl. Wir sind jetzt gerade mal 10 Kilometer vom Elsass entfernt. Also hier gibt es recht viele gute Gastronomie. Der Rheinspazier hot. Also das ist jetzt der Nils, weil du hast ihn ja noch gar nicht gesehen. Küchenchef. Genau, das ist der Küchenchef. Besitzer. Genau, und ich mache jetzt einfach mal weiter, weil es gerade interessant wird. Weil er nur, habe ich dir erzählt, auf den Enrico rumhackt. Ne? So langsam ist er, er kann sich nicht organisieren. Was er vorne aufbaut, schmeißt er hinterherum, macht er hinterherum wieder kaputt. Er kriegt sich nicht organisiert, er kriegt nicht mal 4 Essen organisiert. Ja. Man darf nicht vergessen, dass er der Küchenchef ist. Ne? Ich meine, also er verteilt die Aufgaben. Da kann man jetzt nicht alles auf den Enrico schieben. Also er muss natürlich Gas geben und Lust haben. Ne? Also das schon. Aber er selber gibt ja vor, dass er eigentlich keine Fehler zulässt. Ich komme aber auch aber alles auf die anderen schieben. Ne? Ich komme auch mit seiner selbstgefälligen Art ja nicht stimmt, so zurecht. Absolut. Ich wollte es gerade sagen. So richtig so. Ich weiß auch nicht. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dieses Jahr, dann ist es. Also sie tut mir jetzt gleich mal leid, sage ich dir. Also wenn ich das jetzt sehe, das Mädel weint, ist komplett fertig mit den Nerven. Komm Mike, lass uns los. Ja, wir haben jetzt genug gesehen. Ja, du musst fahren. Also auf geht's. Die Steffi kommt. Ja, die nächste, die Steffi. Geht's wieder super? Ja, das bin ich. Ich bin ja der Bade. Ach so. Ach, das ist jetzt eine badische Zwiebelsuppe. Ja, cool. So, das finde ich jetzt mal lustig. Das. Ciao. Ich schon mal guten Appetit. Danke, danke. Danke. Da hat er sich Mühe gegeben, da sind die Zwiebeln in der Mitte. Auch ein bisschen dicklich oder sehr viel Einlage, sag ich. Naja, also die Konsistenz schauen wir mal. Mike? Schmeckt. Die ist lecker. Ein bisschen dick, würde ich sagen, ein bisschen überwürzt meinen, aber sonst fein. Kann man noch einen Tick besser machen vielleicht. Bis jetzt haben wir noch keinen Grund gefunden, dass das Restaurant wirklich so leer ist. Also es passt noch nicht zusammen. Ist das jetzt nur der erste Eindruck? Es geht ziemlich flott. Ihr serviert hier in einer Schlagzahl. Also wenn jetzt der Tisch so mit den Personen anwesend wäre, gibt es kein Zeitproblem. Ne? Das ist zeitnah serviert. Strengt sich ja auch gerade richtig an für euch. Der soll sich aber immer so anstrengen für die Gäste. Das wäre schön. Laut Bewerbungsvideo gibt es ja anscheinend ein paar Probleme zwischen Nils und Enrico. Wir haben jetzt noch nichts festgestellt vom Ablauf her. Du, schau mal, das ist nicht selber gemacht. Die? Das ist nicht selber gemacht. Die sind so ziemlich industriell geformt, ja, ne? Das ist nicht gut. So gleichmäßig. Schade. Ja. Geht gar nicht. Also das in der Region hier jemand zu servieren, ist eine Ohrfeige. So. Also ich habe das erste Gericht durch. Okay, ich werde mal meins. Also das finde ich jetzt, also wegen dem würde ich nicht wiederkommen. Mhm. So, du kriegst einen Lachs, weil sonst wird der Lachs nicht richtig beurteilt. Schau. Bitteschön. Das ist natürlich hier eine, schau dir mal das an. Das ist natürlich eine Mega-Portion. Ne? Ich meine, sie kostet auch 18 Euro, mein Gerät, Ente. Aber das ist ja eine Portion für einen Fernfahrer. Ne? Also wenn man in den Autorasthof abfährt, dann erwartet man so eine Portion. Also hier Lachs ist komplett verkocht. Der ist hinüber. Der ist tot. Ja. Ich probiere natürlich trotzdem. Ja. Aber meine Ente auch leider, schau her. Der Lachs war also miserabel, ja, also optisch ungeschmacklich ging es überhaupt gar nicht. Rösti war angebraten, Lachs war komplett durch. Diese Kurkuma, Safran, gelbe Soße ging auch überhaupt gar nicht. War irgendwie eine Mehlschwitze mit Kurkuma. Schade. Die Anrichteweise ist halt schon sehr... Ja, nicht appetitlich. Nee, ist nicht appetitlich. Sehr rustikal, oder? Mhm. Oh. Das ist immer sehr pflaumenlastig. Das schmeckt alles nach Pflaume. Also Endorphine machen sich bei mir nicht breit. Also kann man essen, ist aber kein Highlight. Bei einer Ente erwarte ich mir einfach mehr. Mhm. Und das Gemüse ist halt total durchgekocht. Auch Preis. Jetzt kommt der Preis, 18,50. Doch ins Spiel.
Und ich meine, ich habe ja vorhin gesagt, 18,50 ist okay, aber wiederum für das nicht. Das. Ja? Hier gibt es wirklich in jedem vierten, fünften Ort wirklich richtig gute Läden. Hier muss man mit Qualität punkten. Und da reicht das Hausgemacht nicht aus. Das sind seine Burner-Maultaschen. Okay, also das ist, glaube ich, vegetarisch hier. Ich schneide gleich mal für dich mit. Genau, gleich mal aus der Mitte raus, damit wir das Beste erwischen. Vegetarisch. Käse oder was ist drin? Oder Gemüse? Weißt du, was schlimm ist? Ja, ist nicht gut. Ich erkenne nicht, was da drin ist. Doch, das soll irgendwas mit Ziege sein. Das? Irgendein Ziegenkäse. Also, wenn ich da hier in Urlaub war und solche Maultaschen bekomme, die dann nicht schmecken, wäre ich enttäuscht. Die Maultaschen haben uns jetzt auch nicht vom Morgen gerissen. Er hat sich ja eigentlich auch die zwei Lieblingsmaultaschengerichte raussuchen können. Und das, was er da geliefert hat, war wirklich nicht besonders gut. Mein Fazit zu dem Erlebnis ist einfach, das reicht hinten und vorne nicht. Aus welchem Grund meinst du, dass der Laden nicht läuft? Weil das Essen super passt? Weil Service ist super nett, das Restaurant ist schön, die Lage ist schön. Also an was soll es liegen? Dann muss es ja wohl am Essen sein. Hat sich sofort angegriffen gefühlt. Also es liegt halt voll im Argen hier alles. Und die Bude ist leer und er ist der Chef. Und das liegt einfach am Futter. Ne? Also, weil das kann man nicht als Essen bezeichnen, das war Futter. Also ich bin der Meinung. Ja, ich meine aber, wenn du meinst, dass das eine gute Leistung war, also ich finde es nicht. Also durchschnittlich reicht nicht aus. Grundsätzlich, schau mich mal an, ich schau dich auch an. Und wir wollen dir nichts Böses, okay? Du hast uns gerufen und jetzt sind wir knallhart und ehrlich. Wer mir nicht in die Augen schauen kann, ist mir suspekt. Wenn du meinst, dass das Essen so fein ist und wenn wir dir nicht helfen sollen, dann sind wir damit auch wieder raus, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, weil wenn du keine Kritik annehmen willst, dann nicht. Weil ich bin normalerweise der, der am ruhigsten ist. Ich bin normalerweise der, der eher immer das Gute sieht. Das ist aber nicht gut. Und zwar definitiv nicht. Der letzte Kick passt nicht. Das Anrichten passt nicht. Das ist ich weiß nicht. Okay, es ist oft nur Notlösung. Ja, Notlösung. Das ist eine Ü60-Party hier auf dem Teller. So brutal wollte ich es jetzt doch nicht. Naja. Wir haben angerichtet, wie wir es eigentlich immer tun, ja. Es sind Notlösungen, aber du bist hier selbstständig. Du hast hier 160 Sitzplätze. Wie willst denn du mit Notlösungen die 160 Sitzplätze füllen? Ja, das ist gar nicht. So. Also ihr seid durch, ihr wisst einfach jetzt mal gerade. Gut, aber mehr. Dann musst du halt auch mal irgendwas annehmen. Ist ja okay. Wenn er es nicht annimmt, dann ist es ein Untergang, also das ist sicher. Laut Bewerbungsvideo ist ja auch der Enrico schuld und nicht du, oder? Nein. Nein, 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 nein. Wollen wir ganz arg zurückhalten? Gut. Nicht. Der Enrico ist sicher nicht an der Belegung schuld, an der Zahl, wo man gestern. Sehr gut, weil sonst hättest du nämlich einen Einlauf von uns bekommen. Das kann nicht sein. Aber so ist rübergekommen. Also muss es man tut sagen, mir leid, das haben wir im Vorfeld schon diskutiert. Wir haben Probleme miteinander, dass er nicht zuhört. Im Endeffekt war es peinlich. War schwer angeschlagen, hat sich auch angegriffen gefühlt, aber Gott sei Dank eine Regung. Also wir haben ja schon Fälle gehabt, wo sich gar nichts mehr regt. Und das finde ich dann sehr positiv, wenn sich einer aufregt. Das heißt für mich, da ist noch was zu retten. Wir haben ja gesagt, es kommt einiges auf euch zu. Das heißt, ihr zwei werdet uns jetzt gemeinsam zwei Gerichte kochen. Und zwar einmal das Lamm, so wie es bei euch auf der Karte steht, und einmal der Lachs. Das macht ihr bitte gemeinsam. Wir möchten euch nicht vorführen. Wir möchten einfach schauen, wie ihr zusammenarbeitet. Wenn wir ein bisschen mal einschreiten, bitte nicht irgendwie kein Messer zücken oder so. Okay. Du schaust, bei dir bin ich mir heute noch nicht sicher. Was heißt heute? Ja, was macht er jetzt? Grinst er oder sticht er? Also, Stechen nicht. Nenn mir bitte mal drei Gründe, warum du zuerst das Lamm anrichtest. Bitte. Das Lamm hält länger warm. Und wenn es drüber hält und der Fisch muss eigentlich punktgenauer raus. Ja gut, aber bis du das angeredet hast, ist der Lachs doch dreimal durch, der ist doch tot. Oder bist 25 Jahre kochen. Das heißt, du musst doch ein Verständnis für deine Lebensmittel haben und das ist auch das Problem. Das war auch gestern das Problem und das ist einfach euer Problem und deswegen funktioniert auch der Laden nicht, weil du kannst auch nicht weitergeben, was er im richtigen Moment macht. Der Nils muss die Aufgabe als weiterführender Lehrherr übernehmen. Und du hättest sofort den Lachs anrichten müssen, sofort. Weil du musst ganz genau wissen, dass der Lachs sofort fertig ist. Ja. Du bist doch der Chef, es ist dein Laden. Wenn jeder jetzt noch einen Schritt weiter geht, dann knallt's. Und da kannst du jetzt mich auch noch böse anschauen und noch zehnmal denken, was will der junge Pisser? So ist es einfach. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Du bist noch lange nicht in trockenen Tüchern.
Du warst heute ein bisschen in unserem Schutze. Morgen bist du dran. Schon fest. Heute hat alles der Nils abgekriegt. Ja? Okay. Ist auch fein so. Du bist der Kapo, du bist der Chef. Du musst den Kopf hinhalten. Wir haben auf jeden Fall mal den Jakobsweg so angefangen zu beschreiten. Okay. Die scharfen Kurven kommen aber morgen erst. Der Enrico muss natürlich auch schon eine gewisse Leistung abgeben. Und wenn er das nicht macht morgen, denn wir brauchen ihn, dann kriegt er schon ein bisschen die Peitsche. Dann würde ich sagen, badische Spezialitäten haben wir gedacht. Ne? Und zwar, wir machen als erstes einen Salat, Feldsalat mit Speck und Grecherle. Wo kommt der her? Von eurer Karte. Von euren badischen Vorschlägen. Ne? Dann haben wir die Räucherforelle rausgenommen. Und zwar, da machen wir ein Tartar von der Räucherforelle mit Radieschen-Vinaigrette und Kartoffelstroh. Der heimische Zander auf Winzerkraut, Wurzelgemüse und Riesling-Schaum. Ha? Und du lachst? Ja, ist ein schönes Gericht. Fein, oder? Frisch. So. Dann haben wir Landschwein-Krepinett vom Kotelett mit Spargel und Bubelspätzle. Bubelspätzle habt ihr gestern ja nur wirklich gute gemacht. Spitzle. Ich sage Schupfnudel. Ja. Ich finde es richtig genial, dass die Karte aus dem Badnerland kommt und dass viele Gerichte, die wir vorgeschlagen haben, mit integriert sind. Endlich werden mal Tipps und Sachen mit offenen Armen angenommen. Also jetzt bin ich ein bisschen nervös, weil es geht gleich los. Aber sobald wir dann arbeiten, legt sich die ganze Nervosität und dann geht's richtig los. Also los geht's. Wir Sachen suchen die Sachen zusammen. Okay. Hier ist eine Pinnwand, da hängen wir unsere Sachen auf, okay? Genau, oder? Das ist mal ein feines Ding. Und ich habe mein Schwänzchen mitgebracht. Schwänzchen in die Höhe. Kopf ab. Und? Braune Zucker wieder. Ein bisschen Braunzucker mache ich jetzt dazu. Hat nicht die Karotte schon allgemein Zucker drin? Ja, aber ich mache das dadurch, dass wir nachher einen Essig dazugeben, wird die Karotte das jetzt nicht auffangen. So eine Süße hat sie dann auch wieder nicht. Also schön glatt, schön sauber arbeiten. Schau mal. Sonst holst du noch ein bisschen kaltes Wasser, damit das schön. Okay, schön. Und schön dünn, da brauchen wir nicht groß. Mhm. Und dann Spargel drauf und dann den Knochen nicht einpacken, okay? Ja. Alles klar. Okay. Gut. Das wird eine richtige Männerportion, ne? Das Schweinekotelett. Aber ich glaube, das kommt gut an. Der Enrico, der braucht einfach jemanden, der ihn führt, der ihm jetzt einfach weiterhilft. Also eine Lehre abschließen und erfolgreich ist nicht das. Das heißt jetzt nicht mal, dass man also ein stabiler Koch ist. A la Minute ist unsere Stärke, stimmt's, Mike? Ja, absolut. Und jetzt erzähle ich euch mal was, und zwar leise, komm mal her. Wenn man deinem Jungen, wie Enrico, schön was zeigt, in Ruhe was erklärt, dann macht er eine saubere Arbeit. Ich versuche, die Vorschläge, die Mike mir gemacht hat, umzusetzen und versuche es mal in der Zukunft mal aus, ob es funktioniert beim Enrico. Ich werde es halt noch mal weiter so durchziehen, gucken, wie sich jetzt der Chef verändert, auch mir gegenüber, ob er mir das wirklich an der Hand nimmt und zeigt, so und so kann man es machen. Ich würde mal sagen, du machst die Spätzle. Ja, klar. Dann leg mal alles her und wir tun dir aber halt mit der Hand schauen, ist eh klar, ne? Scheibe gleich schon. Du Kleiner! Das ist eine Herausforderung, die ich schon ewig nicht mehr eingegangen bin. Du Mike, ich bin ja eigentlich niemand, der also irgendwem eins reindrückt, aber das mit dem Spätzle war doch gut, oder? Das war gut. Handgeschabte Spätzle, das haben wir schon seit Jahren nicht mehr getan. Komm, das muss nicht sein, brauch mich nicht. Oh, das ist böse. Das, Herr Hellwig, machen Sie weiter. Also ich glaube, der Nils, der traut sich einfach mal an die Sachen überhaupt gar nicht. Manchmal kommt er mir vor wie so ein Lehrling, der im Grunde genommen sich unter seinen eigenen Scheffel stellt. Enrico, kommst du mal her? Ich möchte nur was ganz Einfaches zeigen. Schau mal, ich mache jetzt hier gerade die Gurkenwürfel für unser geräuchertes Forellentartar. Ja, also Gurkenwürfel, Apfelwürfel, Schalottenwürfel kommen damit rein. Dann die geräucherte Forelle, die schneide ich auch in Würfel, mische das alles und mache das mit ein bisschen Creme Fraiche und Zitronensaft an oder Limettensaft. Ich habe halt wirklich versucht, alles aufzusaugen, halt was ging. So, dann Salz. Ja. Zum Wasser ziehen. Und die Gurken.
Genau, von Gurken und von den Äpfeln. Ja. Und das schütten wir dann nachher auch ab, denn auch das möchten wir nicht in unserem Tartar drin haben. Ja, das machen wir mit geschmackigen Sachen an, okay? So, schau mal her. Und die Geräucherforelle habe ich jetzt auch schon in Würfel geschnitten. Okay. Das ist jetzt mal eine Vorbereitung, die kann man wunderbar vorbereiten. Anmachen tun wir es am Schluss. Okay, so, das kannst du schnell abdecken, ins Kühlhaus rein, ja, und dann machen wir weiter, okay? Enrico hat mich überrascht. Hast du Spaß bei der Arbeit? Immer. Schaufel! Das ist normale Butter, ne? Okay. Oh, hey. Und zwar in diesem Moment übernehmt ihr die Küche. Ihr habt jetzt anzurichten, bitte diesen Zander. An die Übergabe an die Küche, jetzt. Jawohl, kein Problem. Okay. Auf geht's. Hier liegt ein Bon, da ist was, das wird kalt. Nächsten Bon annoncieren, Nils, und ja, gleich in Vorbereitung gehen an den Enrico. Jetzt. Okay. Mike, ja, also mein Mann macht das locker. Die Kochprofis haben mir eine Möglichkeit gezeigt und einen Weg gezeigt, den ich gerne beschreiten möchte. Ich glaube schon, dass ich morgen wirklich mit einem Grinsen auf den Backen halt auf Arbeit gehe und es mir wieder Spaß macht. Also für den Nils hoffe ich auf jeden Fall, dass Enrico bleibt, ja, denn Enrico ist ein sehr, sehr starker Mann. Hut aber auch von Nils, ne? Der hat einiges einstecken müssen die Tage. Also wir waren nicht zimperlich mit ihm. Und dass er das dann einfach so wegsteckt und einfach auch so weitermacht und tapfer das durchzieht, das muss man auch ganz klar mal festhalten. Also ich muss jetzt sagen, ich darf Andi und mit Mike sagen, bei euch beide bedanke, ihr habt mir kräftig in den Arsch getreten, deutlich ausgedrückt. Es hat mir viel gebracht, ich hoffe auch neuen Wind. Wir werden die badische Küche einfach hochleben lassen. Jawohl! Ich hoffe und wünsche mir, dass der Nils bereit ist, sich zu ändern, Vollgas zu geben und den Laden auch umkrempelt. Genug Schwätzes. Also, offiziell, Restaurant Richter, ihr seid jetzt gecheckt und dafür gibt's die Urkunde und das Bild. Herzlichen Glückwunsch, okay? Ja. Und bleibt's einfach noch und genießt den Abend. Vielen Dank. Lieblingsspruch, bitte sauft die Bude leer, Sie können's gebrauchen. Jawohl.